glaube, hier brauchten wir den Ring. Gab, glaube ich, zwei oder drei Ecken, wo wir den Ring gebraucht haben. Ich überlege nur gerade, wo das war. Hier sind wir schon mal falsch. Das ist zu spät im Schluss. Flexi, mein Schatz, sei nicht sauer, leg mich hin auf die Couch und mache Augenpflege. Hummel, alles klar, dann danke fürs Reinschauen, erhol dich gut und bis zum nächsten Mal. So, hier haben wir auch wieder ein Leuchtfeuer vergessen. Okay, ich glaube, das war tatsächlich das erste Feuer. Wenn es nicht das zweite war, muss es das erste sein, oder? Ja, das sieht gut aus hier. Und zwar hier runter. Genau. So, wer von euch war echt? Du. Na komm, dreh dich mal um für uns. Dreh dich. Uffenhelm. So, Ausrüstung. Wir legen mal den Ring an. Wo ist er? Da. Der Königsring. Ich habe einen Ring. Und da öffnet sich die Tür. Auf dem Weg zu Vendrick kann man immerhin einen Shortcut öffnen. Ja, da sind wir ja gerade drüber gelaufen über die Brücke. Macht also keinen Unterschied, ob wir das eine Feuer nehmen oder halt diesen Shortcut direkt, würde ich vermuten. So, jetzt weiß ich aber natürlich nicht, wo die anderen Türen sind, wo wir durchgehen können. Aber ist nicht schlimm, wir gucken uns erstmal diesen Weg an. Thron des Verlangens. Hm, geil. Der Thron des Verlangens klingt sehr, sehr, sehr interessant. Ganz schön dunkel und langer Weg hier. Und vor allen Dingen, wir kommen direkt vom Schloss und sind jetzt hier in irgendeiner Höhle drin. Einfach so ein langer, dunkler Weg. Finde ich super. Finde ich echt eine Wumpe. Und irgendwie sind hier Leute gestorben. Warum? An was? Gegen wen? Und so wie das hier aussieht, Wengards Kopf, können wir uns hier nochmal ein Phantom rufen und den Beinhard aus Yugo. Machen wir es so. Meine, wenn wir schon mal menschlich sind, ja, könnten wir es eigentlich mal probieren. Shortcut, keine Ekelgeister, hab das gehasst. Okay. Ja, die Geister waren wirklich schlimm. Gerade dieser eine Raum, wo man da unten mit denen eingesperrt ist und nicht weiß, wo man hin soll. So 2 Meter vor der Abkürzung. 2-mal gestorben. Haben wir super hinbekommen. Passt auf, wir rufen ja einfach Vengal. Einfach nur, weil wir es können. Und ja, ich bin eine Mutti. Ja, ich spiele schlecht. Und ja, ich hole mir Hilfe bei Bossen. Hi, Vengar. So, lasst uns mal gucken, wer da guckt. Thronwächter und Thronverteidiger. Na, hallöchen. Na, dann ist das doch gar nicht so unfair. 2 gegen 2. Wenn dann Vengal auch mal mit dazu stoßen würde. Wirkt auf jeden Fall interessant vom Kampfstil her. Machen auch dolle Aua. Erinnern mich so ein bisschen an Smaug und Ornstein. Obwohl das jetzt halt beides Schwertkämpfer mit Schild sind und wir müssen hier mal ein bisschen auf unsere Leben achten.
Und tatsächlich kommt die jetzt auch noch mit Blitzschaden. Oh, oh! Okay. Nicht cool. Also, so viel dazu, dass das ja mit Hilfe wesentlich einfacher ist, ne? Krasse Tasse. Die gehen gut durch hier, Jungs. Können uns auch beide holen. Aber nee, ich glaube, einfach nur aus dem Punkt her, dass die Bosse ja auch stärker werden, beziehungsweise mehr Leben bekommen, bleiben wir bei einem Kameraden. Der kann ja die beiden Jungs da ablenken. Ich hole mir erstmal meine Seelen zurück. Beinhard, wenn du dann auch soweit wärst, wäre das ganz cool, wenn du mal dazu stoßen würdest. Wir können auch gerne die Typen tauschen. Dann nimmst du die Püppi und ich nehme nur den hier. Und natürlich kommt sie von da hinten noch super an mich ran. Ich krieg hier Hacke, ey. Ausdauer. Hallo, komm. Wir brauchen mehr Ausdauer. Noch mehr Ausdauer. So, halt mal Stille. Also das scheint jetzt zumindest die einfachere Variante gewesen zu sein. Wie gesagt, die Lady da ist ein bisschen anders drauf. Die macht mir auch gleich den Jugo fertig. Oder auch nicht. Jugo, vielen herzlichen Dank. Und wir haben die Thronverteidigerseele und die Thronwächterseele. Holla die Waldfee. Also alleine, ja. Keine Chance. Keine Chance. Ich habe versagt, ja, so wie viele andere hier. Und das sieht aus wie eine Suppe aus Riesen. Tja. Da drüben scheint man ja irgendwie hinzukommen. Frage ist nur wie. Warum? Was sollen wir jetzt hier? So, hier scheinen die Leute irgendwie noch gekämpft zu haben. Das war der Eingang, ja. Was sollen wir hier? Und du bist doch wahrscheinlich hier reingesprungen, oder? Oder gibt es hier einen Weg? Keine unsichtbare Brücke. Muss doch da irgendwie hinkommen? Da muss da jetzt irgendwas sein. Puh. Schade, dass du falsch gelaufen bist. Im Sinne von... Den haben wir ja zielgerichtet drangesetzt. Gut, dann scheinen wir hier erstmal noch nichts machen zu können. Wenn der Makalanias das schon so schreibt. Es gab ja noch, wie gesagt, ein paar andere Wege, wo wir hätten lang können. Das richtige Tor zur falschen Zeit. Wie gesagt, es gibt ja noch ein, zwei andere Wege. Aber wir teleportieren uns erstmal nach Majula, machen schnell ein paar Level-Updates.
So, und wenn ich mich richtig erinnere, gab es hier an diesem komischen Wasserschrein, Gebetsturm zu feinen Ruinen, guck mal, da fehlt uns nämlich auch noch ein Förchen, Reusrasplatz zur fallen Ruinen, genau da. Da haben wir uns ja heute im Beginn des Streams schon mit rumgeärgert mit der Ecke. Und links, da wo der Drachenreiter war, war ja auch noch eine Tür, die nicht aufging. Vielleicht ist das genau diese Tür, die wir jetzt brauchen. Und eigentlich wollte ich da noch wo ganz anders hin. Der Schmied in der verlorenen Festung hatte doch mal eine Glut von uns bekommen. Kann der vielleicht Level 15er Waffen herstellen? Magalanias, du hast doch sicherlich solche Informationen. Kann man Waffen bis Level 15 herstellen oder geht das in diesem Spiel nicht? Der war gerade ein bisschen fahrlässig von mir. Junge, lauf doch mal. Ah. Ja, klar. Alter, weiter. Die haben uns gerade fast ausgeknipst. Und er steht immer noch mit einem halben Leben. Na, der ist auch gleich aus der Range raus. Und der ist hin. Und trifft mich nicht. So, Echse, Echse, Echse. Da ist Echse. Und da war Echse putt. Da ist noch eine Echse, die lassen wir in Ruhe, die brauchen wir nicht. Wir nehmen das glitzernde Titanit mit. Und kümmern uns um die junge Lady hier. Diese tote junge Lady. So, und jetzt kommt der eigentliche Spaß, den ich gerade meinte. Dieser gute Herr da hinten. Haben wir ja schon ein, zweimal besiegt. Aber ist halt immer wieder eine Herausforderung, hier in dem Wasser mit dem Jungen zu spielen. So, kriegen wir dich hier runter? Nee, schade. Autsch. Alter. Falsche Richtung. Ja, Backstabben wäre eigentlich ganz cool bei dem Typen. Ach man. Der hat so viele Leben. Und lässt sich gar nicht stören von mir. Ah, von dem schweren Angriff lässt er sich stoppen. Okay, wir müssen mal heilen kurz.
Ach komm, jetzt stirb einfach. Meine Güte. Mach's uns doch nicht so kompliziert, Kollege. So. Dann bitte einmal über diesen Steg und mal schauen, was uns dahinter erwartet. Wie gesagt, da ist eine Tür. Die verschlossen ist. War also die falsche. Toll. Den Ring habe ich noch drinne, ja. Denn war das nicht die richtige Tür. Dann bleibt die Frage, mal wieder in diesem Spiel. Das finde ich echt nicht schön. Das war bei Dark Souls 1 irgendwie ersichtlicher, wo man hin muss. Also das ist so ein zusätzlicher Nervfaktor in diesem Spiel. Man muss sich jedes Mal seinen Weg neu suchen. Okay, ich wollte zum Schmied in der verlorenen Festung. Macduff, genau, so hieß er. Der gute Macduff. Und der soll uns doch mal bitte unsere Axt auf irgendwie plus 11, 12 erhöhen, wenn es denn möglich ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt schon das Limit ist an Waffenstärke, was wir haben. Habe ich dir noch keine Glut gegeben? Sieht nicht wirklich anders aus. Plus 10 ist Max. Na super. Dann haben wir das Schadenslimit doch bereits schon erreicht. Oh, was hat denn er hier Schönes? Eine Großaxt. Schön. Die nehmen wir mal mit. Sense, Langbogen, Königsdrachenschild. Dafür gibt es genug andere starke Waffen. Das klingt auch sehr interessant. Hat eine Haltung von 60, 100% Abwehr. Das ist alles gar nicht so schlecht. Und er verkauft jetzt plötzlich das Ujigadana. Ist natürlich für unseren Stärkebild nicht so das Richtige, aber finde ich schön, dass es hat. So, Pfeile nehmen wir mit und Reparaturpulver und große Titanitscherben können wir nicht mehr kaufen. Okay. Ach, bei ihm können wir auch Waffen durchdringen. Sehr, sehr gut. Hier können wir nämlich auch unsere Banditenaxt mit Elementschaden verstärken. Macht natürlich aber die Schadensratings wesentlich schlechter. Das kennen wir ja schon. Außer bei Krude. Krude wird stärker. Aber Krude, wartet mal, das ist ja eh nur eine B-Waffe. Die Keule hat einen S-Schaden. Aber 210 halt nur. 210 ist ja eigentlich nichts, ne? Drakenaufseher Großaxt. Die klingt eigentlich auch richtig geil. Die normale Großaxt hat aber jetzt schon 195 Schaden. Ach, ich sehe schon, ich werde hier mal wieder eine Stunde mit Hast du beide Bosswaffen? VK, VK, verkauft? Also ich habe mir mal das Fleischermesser gebaut. Ich glaube, das war das Fleischermesser. Als Boss. Also aus einer Boss-Seele herausgebaut. Genau, wir hatten doch letztens irgendwelche Waffen gefunden, die ich gar nicht so schlecht fand. Wo waren die denn? Das war auch irgendwas mit Rotrost. Rotrost-Doppel irgendwas. Kombination. Krallen der Männchen. Amana. Roteisen-Zwillingsklinge. 26 Stärke, 20 Geschick. 170 Schaden und ein B-Rating auf Stärke.
Ja, die Pike des alten Ritters, die hat auch ein B-Rating auf Stärke. Eigentlich nicht schlecht. Sense Finsternis klingt auch gut. Speer des steinernen Soldaten, Pike, Flügellanze. Der Erzdrakenstreitkolben. B-Rating und 125 Schaden. Ich hätte gerne ein A-Rating. Hier zum Beispiel, aber die große Keule ist stinkend langsam. Straight, Ornifex, ja, natürlich klingelt da was, aber ich möchte eigentlich die ganzen großen Seelen noch gar nicht ausgeben. Weil ich irgendwo mal gehört habe, man braucht die noch für irgendwas. Darum habe ich nämlich schon ein bisschen Panik bekommen, als ich jetzt nämlich doch mir das Fleischermesser gebaut hatte und das war dann doch ja nicht so gut und dafür habe ich eine große Seele verschossen. Macht das eigentlich Sinn, das Ding abzugraden? Wo ist es denn? Fleischermesser. Hat dann ein A-Rating. Und das braucht Drachen. Ach du. Tja, aber das Ding hat TP-Absorbierung. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Wie viel wiegt denn das Ding? 16 Kilo. Ey, überleg mal. Hi. Bam. War gar nicht mein Plan, euch umzubringen. Ich wollte nur durch die andere Tür raus. Ach, jetzt verstehe ich erstmal deine Nachricht, Makalanias. Ob ich beide Bosswaffenverkäufer habe? Ja, habe ich beide. Die habe ich beide. Ah, Schattenwald. Schattenwald waren auch noch Wege offen. Da könnten auch noch Türen gewesen sein. Und hier ist auch noch was. Türen des Pharao. Keine Ahnung. Haben wir noch was verpasst? Hier haben wir was verpasst. Müsste also irgendwie zum Sünderhügel gehören vielleicht. Und hier zu Heides Flammenturm. Ich würde sagen, wir gucken erstmal in den Schattenwald und zwar zu der zerstörten Weggabelung.